Na toll. Hallo, 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 hallo. Weiter geht's mit Heroic. Und es gibt schon wieder ein Update. Alter, also, wie viel Update gibt's denn bei dem Spiel? Moment, ich bin gleich wieder da. Eben Update abchecken hier. Momentchen. So, Update kurz draufgezogen. Übrigens bei dieser ganzen Vorschau bei dem Game, da sieht man schon richtig geile Truppen teilweise. Also das kann doch schon ziemlich spannend noch werden, was für mega hammermäßige Truppen wir alle hier bekommen. Das einzige Problem ist aber bei dem Spiel, dass ich jetzt nicht im Emulator zocken kann. Ärgerlich, muss ich das iPad immer anschließen, ist ein bisschen ärgerlich mit Capture Card und so weiter und so fort, aber scheißegal, Leute. Für euch mache ich das doch. Wie gesagt, es hat Potenzial, das Spiel. Man muss halt einfach nur dranbleiben. Erstmal ein bisschen was reinschnuppern, ne? Und dann sehen wir doch. Also, ne, mal gucken, wie es sich so weiterentwickelt. Was haben wir denn Tolles hier? Oh, es sieht schwarz. Jetzt kommt bestimmt ein legendäres Intro. Tägliche Anmeldebelohnung. Tag 1. Wow. Aktiv. Was ist das denn hier? Tag 7. Bekomme ich denn einen Skin? Oh, Schattenjägerin. Bekomme ich einfach mal. Einfach schön eine Schattenjägerin geschenkt. Richtig geil. So gefällt mir das. Oh. Es öffnet sich automatisch eine Kiste. Warum? Okay. Alles klar. Ich bekomme Traumfänger. Ich bekomme Speere. Ich bekomme die Valkyrie. Einfach mal die Bogenschützen. Leute, das gefällt mir. Einfach mal random Kisten, die geöffnet werden. Das schmeckt dem Lars auf jeden Fall richtig gut. Da habe ich auf jeden Fall auf eine Gratiskiste gedrückt. Guck mal da oben. Die Faust, Leute. Die Faust ist am Start. Habt ihr mir etwa etwas geschenkt? Oh, X-Black Skills. Dankeschön, mein Junge. Dafür gibt es eine Browfist von mir an dich. Und eine Belohnung bekommen. Ich habe das Spiel installiert. Abholen. Oh yeah. Dankeschön. Wenn ihr auch Bock habt, mich zu supporten, der Einladungslink steht unten in der Videobeschreibung. Einfach dort drüber anmelden für das Spiel. Und ich bekomme scheinbar hier irgendwas Tolles geschenkt. Also X-Black Skills, du bist Number One. Wirst für immer in Ehren gehalten. In meinem Herzen. Dankeschön. So, wir haben ganz viele Kisten auf jeden Fall. Erstmal kurz drauf. Lunzen hier, was wir Tolles bekommen. Eine weitere Kiste. Oh, oh, oh. Goblin, Schwertkämpfer, unabhängige Plage, der Gürtel, die Schärpe und die untote Horde ist am Start. Gold, Megarun, Reich, Runen und Arkane und dies und das und Ananas und weitere Kisten werden hier auch noch auf jeden Fall auch noch gegönnt. Was haben wir hier Tolles? Leute, Kistengönnung pur, ne? Und direkt die nächste Quest beendet. Herausforderung. Oh, Wasserelementar. Finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Ich meine, du kannst dann mit jemandem zurückwirbeln oder zurückwässern. Zurückschubsen mit dem Wasser, mit der Welle. Plus, das Ding macht noch Damage. Also an sich eine ganz geile Karte. Ich finde es auch geil, dass die teilweise echt geile Effekte haben. Die Rollensteine sind so mehr so ein Rush-Deck, denke ich mal. Dass du schön auf die Portale gehst, also auf die Burg quasi. Und schön ein Reinrush. Das ist ja bei Castle Crush allgemein bekannt, dass dort die Rush-Decks doch ziemlich stark sind. Was haben wir hier Tolles? Schwertkämpfer, Bogenschützen, alles klärchen. Gold, Arkane Runen, leere Runen, reiche Runen. Alles her mit dem alten Rotz und mit dem alten Rummel. Wie es sein muss. Was bekommen wir hier Tolles? Der Schildträger, die Bogenschützen, sehr, sehr geil. Kisten und die Animation und alles sieht schon sehr, sehr gut aus. So, dieses Kiste können wir uns auf jeden Fall noch verdienen. Wir haben auch eine Quest fertig gemacht, ne? Welche Quest ist das? Oh, sogar zwei. Oh, öffne Kampftruhen, dankeschön. Eine tolle Belohnung für den Lars. Und der Goldpass, er lächelt mich schon wieder an. Die nächste Herausforderung können wir uns auch gönnen hier. Öffne Kampftruhen, haben wir? Oh yeah, 50 Gold, besser als nix hier. Malesheit und Amiad auf jeden Fall passt es. Spiele in der Kampfarena zweimal, werden wir auf jeden Fall auch noch machen, Leute. Herausforderung, alle easy, gar kein Ding. So, im Shop, was haben wir hier? Oh, jetzt kaufen. 5,49, 10,99, wer hat das erwartet? Gibt es noch was kostenlos für uns? Schatzkammer, gratis. Oh, 45 Gold. Manometer ist ja richtig viel, davon werde ich ja reich. Sparschwein? Oh, kostet auch Money. Schade. Sonst... Ja, wie gesagt, geil, ne? Danke für den einen Dude, der auf jeden Fall losgerotzt hat hier. Freundesanfragen habe ich sogar schon, zwei Stück. Ja. Und hier ist sogar, meine Leute werden hier aufgelistet, guck mal. Leute, der ist schon höher als ich. Alter Schwede, der ist krass am Rasieren, meine Fresse. Da komme ich ja gar nicht hinterher. Und der ist automatisch auch mein Freund. Wenn ihr über die Einladungscode geht, ist er automatisch mein Freund. Und mega krass, was haben wir hier noch? Alle anderen, so die, okay. Das Blutbad habe ich jetzt hier, beziehungsweise Rekrutierung. Oh, ich habe welche rekrutiert, deswegen bekomme ich so eine mega geile Browfist-Faust. Sehr, sehr schnuckelig. Ich würde sagen, wir rasieren erst. Was haben wir hier noch Neues? Oh, heute aktualisieren. Tippe hier für mehr Informationen. Direkt ein Update am Start. Geil. Leute, Updates sind da bei dem Spiel. Das gefällt mir schon mal. Andere Spiele, wir wissen es, gibt es keine Updates. Ich würde mal sagen, wir gehen direkt kämpfen. Haben wir eine neue Karte? Haben wir nicht, ne? Aber wenn wir so weitermachen... Können wir bald den nächsten Kollegen freischalten bei 700? Schaffen wir das heute, auf 700 zu gehen? Lasst uns da mal probieren, ob wir so weit kommen. Ich bin gespannt. Daumen drücken. Let's fucking go. Lasst uns rasieren, lasst uns zerstören, lasst uns auf jeden Fall dieses Spiel genießen, denn es hat sehr, sehr viel Potenzial. So, gegen die Kate. Kate F. Madame, sorry, aber jetzt gibt es einen auf dem Deckel hier, ne? Direkt meine Rollensteine kommen. Oh yeah. Die rollenden Steine. So muss es sein.
Dann würde ich mal sagen, setzen wir die Bogenschützen hinter den jungen Freund hier. Ja, komm, hier. Einmal den drauf. Guck mal, das ist direkt so eine Truppe, die ich noch gar nicht kenne. Heieiei. So, setzen wir kurz Mr. Sensenmann drauf. Oh, er setzt auch einen Hammer. Not bad, not bad. Der hinter den Sensenmann setzen wir kurz unseren Heal rein, damit der Sensenmann schön beschützt wird und schon Flächenschaden technischem Damage macht. Zurückgewirbelt, egal. Der Bomberman hinter den rollenden Steinen. Das ist auch ganz gut. Also an sich bauen wir gerade gut Druck auf. Mir ist übrigens auch gefallen, dass die Zwerge ziemlich groß hier sind im Vergleich zu anderen Spielen. Sind es da noch Zwerge? Ich weiß es ja nicht. So, die Welle kommt. Oh yeah. Und da ist meine Walnuss. Sie kommt auch noch. Aber wir kleben doch ziemlich böse an seiner Burg bzw. an seinen Portalen. Easy, gar kein Ding. Kurz vernascht, kurz gewonnen. So muss es sein. Schöner Win. Sehr, sehr schöner Win. Oh, sehr gut. Da hatte die junge Dame nicht ganz so viel, Chance. Da wurde sie richtig hart rasiert. Das war ziemlich easy. Sehr schön. 530? Ja, also es geht voran, ne? Weiter kämpfen. Let's go. Vielleicht bekommen wir sogar eine richtig große, geile Kiste, die wir uns dann gönnen können. Da bin ich ja mal gespannt. Wie gesagt, Singleplayer-mäßig, diese ganzen Sachen werde ich auch noch spielen. Dabei kann man auch nur Helden verdienen. Das wird noch kommen. Aber erstmal möchte ich ein bisschen pokaltechnisch pushen, beziehungsweise rangtechnisch, dass wir da auch ein bisschen vorankommen. So, die rollenden Steine kommen mal wieder. Altbekanntes Spiel. Habe ich schon so ein minimales Rush-Deck? Könnte sein, ne? So, kurz die Bogenschützen, die sollen irgendwie den einen rollenden Stein besiegen. Jawohl, tschüss. Guck mal, wie sie rumhüpfen. Ach, das sind süße kleine Dinger. Das sind süße kleine Dinger. Ui. Sag euch, die Welle ist cool. Die Welle ist wirklich cool. Die Welle macht Spaß. So, kurz den dahinter zum Heilen. Guck mal, er hat sogar einen Rage-Buff da oben noch gesetzt. Aber das ist ja gar kein Ding hier. Das schaffst du doch, Wayne, ob du jetzt einen Rage-Buff setzt oder nicht. Einfach Damage drauf gemacht. Immer dieser Flächenschaden. So, hier haben wir schon ready to rumble. Dann können wir unser Thors Hammer kurz heilen. Rausholen hier. Wie heißt nochmal von Thor der Hammer? Mojing. Ich kann nicht aussprechen, keine Ahnung. Ist auch ein geiler Hammer. So, kurz vernascht den ersten Kollegen. Ja, war jetzt nicht unbedingt schwer. Gegen Soulback oder Breck, wie auch immer. Kurz vernascht den Kollegen. Sogar eine verzierte Truhe. Ich bin gespannt, was wir da Tolles rausbekommen. Das sieht ja ziemlich gut aus. Nächste Quest ist fertig und wir machen direkt weiter. Komm. Obwohl, erst die Quest abholen. Ja, bekommen wir direkt danach was anderes. Hier, jetzt haben wir gewonnen. Easy, Leute. Reich Runen. Her mit dem Rotz. Da gar kein Ding für den King. Und verstärke hier Minion zweimal. Ja, ist auch gar nicht so schwer, ne? Also, an sich ganz, ganz geil die Herausforderung hier alle. So, 8 Stunden dauert. Die dauert nur 3 Stunden. Deswegen würde ich sagen, legen wir wieder los und holen uns die nächsten Kisten. Da bin ich ja mal gespannt, was wir da noch Tolles bekommen. Ja. Die spielen die ganze Zeit gegen diesen Kollegen hier. Ist der besser als der Paladin? Weil den alle benutzen. Ich weiß es nicht. Und irgendwie ist die Kombination immer gleich, ne? Rollende Steine. Dann setzen wir den Kollegen. Ja, fast immer die gleiche Hand zum Anfang. Komisch. So, dann setzen wir auf jeden Fall dort mal die Bogenschützen hinterher. Schön Rage Damage. Oh, hier, guck mal, direkt den Hammer wieder. Irgendwie sehe ich gerade ein Déjà-vu. Kommt mir gerade zumindest so vor. Oh, der Baum ist da, Leute. Der Baum. Den hätte ich gerne den Healer noch hinter dem Baum. Und dann ist es mega krass. Der Baum. Der trabt er durch die Gegend. Obwohl, wir können auch den Flächenschaden bzw. Mr. Kobold hinterher naschen. Haben wir auch gut Damage. Und dann läuft es auf jeden Fall. Oh yeah. Das sieht ja schon wieder ziemlich easy aus. Also, die Gegner sind komisch. Irgendwie wehren die sich gar nicht. Da bin ich zu krass. Es kann auch sein. Also, ich tippe mal mehr aufs Zweiteres. Ich bin zu krass. Ich rasiere zu hart weg, dass sie einfach gar keine Chance haben. Deswegen gewinne ich. Bewerte diesen Kampf. Ich meine, ich habe gewonnen. 5. Wenn ich gewinne, sind es immer 5 Sterne. Ihr wisst ja Bescheid, ne? Oh, es geht immer noch voran hier. 600. Feature-Kampagne können wir dann direkt freischalten. Leute, das sieht ganz gut aus. Wenn wir sogar Gas geben und die ganze Zeit weitermachen. Vielleicht auch bald ein neuer Champion. So wie die rollenden Steine. That is the place. Heilerin hätte ich am Start. Jetzt nehmen wir unser Wasser. Unser Water. Dahinter dann ein bisschen Heal. Ah. Gar nicht mal so schlecht von ihm. Oh, da hängt den Hammer drauf. Ich werde auf jeden Fall meinen Hammer hier setzen. Und dahinter noch ein Zwerg. Ja. Ist natürlich eklig, was ihr hier gerade macht. Habe ich irgendwas, um das kaputt zu machen? Oh nein, der Flächenschaden, oder? Oh no. Oh no. Oh, das geht. Das schafft er. Das schafft er. Kurz ein bisschen Druck auf das Anleihen noch aufbauen. Oh, da ein bisschen Flächenschaden.
Schlitz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe ein paar Probleme gerade auf der mittleren Lane. Ich habe richtig harte Probleme auf der mittleren Lane. Und dann den Bomber. Sind ja gestunt. Macht ja Flächenschaden. Reicht das? Macht nicht genug Flächenschaden. Die Walnuss, komm. Hammer drauf. Zum Stunnen. Wir haben Probleme, Leute. Wir haben ziemlich harte Probleme gerade. Wir haben ziemlich harte Probleme. Wir haben sehr, sehr harte Probleme. Ich krieg den Baum nicht tot. Krieg den Baum nicht mal ansatzweise tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Den haben wir einfach mal gefailt. Läuft bei ihm. Er failt Truppen und trotzdem ist er krasser als wir. Vielleicht kriegen wir es noch verteidigt. Leute, wir sind gut dabei. Komm, wir geben Gas. Karte ziehen. Ich muss jetzt irgendwas raushauen hier. Ich muss raushauen. Hammer drauf. Jetzt habe ich einen Baum. Ein paar rollende Steine hinterher. Wenn wir das noch gewinnen, ne? Das wäre mega krass. Wenn wir das noch gewinnen, Leute, dann habe ich alles gegeben, was einfach nur geht. Das gewinnen wir noch. Das gewinnen wir noch. Holy shit. Holy shit, das gewinnen wir noch. Das war mega geil. Das war bislang das beste Game, was ich in diesem Spiel gespielt habe. Beziehungsweise, ne, in diesem Game, kann man so sagen. Das war richtig gut. Richtig geil dagegen gehalten. Schön vernascht am Ende. Und jetzt kommen wir mit der Oberhand. Die Walnuss geht ran. Da ist sie dran. Da ist die Walnuss. Der Single-Target-Damage ist on place. Und wir werden sie jetzt vernaschen. Schön, schön, schön. Geiles Game. Das war echt ein geiles Game. Ich habe schon gedacht, wir verkacken. Ich habe nicht aufgegeben, habe in der mittleren Lane alles gegeben und am Ende haben wir noch gewonnen. Das gibt definitiv wieder 5 Sterne. Sind es überhaupt 5? Ja, sind 5, nicht, dass es 6 sind. Schönes Ding. Richtig geiles Game. Sehr, sehr geil. So macht das Spaß. Und wenn das einfach öfters sein wird bei dem Spiel, dann Hut ab. Dann kann es auf jeden Fall interessant werden. So, ich kämpfe auf jeden Fall weiter. Und was können wir? Wollen mindestens auf die 600 kommen, dass wir dann die nächste Kampagne freischalten, die wir dann vielleicht im nächsten Part sogar machen. Ich bin gespannt. Nicht, dass es zu langweilig ist gegen den Computer. I don't know. So, let's go. Rollende Steine. Oh yeah. Die rollenden Steine sind da. So, hier doch ein paar Skelette. Kombi-Skelette. Hinter die Skelette ich ein paar Bogenschützen gerne. Moment, Hammer drauf. Blitz. So, jetzt hier ein paar Bogenschützen hinterher. Sehr schön. Da kommt der Hammer auf meinen einen Dude. Alles gleiche. So, Zwergi ist am Start. Hinter Zwerg setzt natürlich mein Heal. Warum? Gut zum Heilen. Das schmeckt auf jeden Fall. Oh, der Baum, Leute. Der Baum. Der Baum kommt. Da ist er. Der Baum ist so krass. Wenn du den einmal hast, das ist mega krass. Hinter dem Baum setze ich auf jeden Fall dann meinen Bomberman ein. Flächenschaden on place. Das sieht gerade nicht so gut für dich aus, mein Junge, ne? Die Surfwelle. Plus den Kollegen noch. Da räumt auch auf jeden Fall auf und das Ding ist schon wieder gefrühstückt. Mr. Freaky 18, es tut mir leid, sorry Bro, aber du wurdest ziemlich hart vergenussferkelt. Das war schon richtige Rasur. Ging den Strich mit Benzin, armer Nakoi. Schön, schön, schön. Kein weiterer Platz, sorry, scheißegal auf die Kiste. Wird sich trotzdem gegönnt und oh, 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 noch ein Win. Und wir haben es gepackt. Noch ein knackiger Win. Wir haben alles gewonnen bislang, obwohl es jetzt, glaube ich, nicht so schwierig auf dem Pokalniveau. Aber, ne, kurz trotzdem auf die Schulter klopfen, weil der Lars, der kann's. Der kann auch gegen Noobs gewinnen, beziehungsweise gegen Leute, die gerade eben angefangen haben zu spielen. So, jetzt habe ich nichts zum Zocken, so richtig. Ich hätte gern, ja, okay, ich komme hier. Kommen die Bogenschützen. Hätte gern Skelette davor. Lololololol. Hat das gerade selber Damage gemacht gegen die eigene Truppe? Oder haben die Bogenschützen einmal geschossen? Müssen sie ja. So, setzen auf jeden Fall den Bomberman hier hinter wegen Flächenschaden. Dann setzen wir. Oh yeah. Flächenschaden läuft. Aber seine Truppen sind höher als meine. Kurz die Welle. Hier setzen wir den Heal hinter. Sehr schön. Den Hammer drauf. Schneller! Ja, schade, er ist down. Dann kommt hier Walnuss von This Side of Love. Plus this side. Oh yeah. Schöner Damage von allen drei Lanes, ne? Der 3-Lane-Booms ist wieder am Start. Rollende Steine. Der Hammer von ihm. Ist okay, ist okay, ist okay. Er hat trotzdem harte Probleme. Sehr harte Probleme sogar. Wir können gleich die Skeletthorde dahin klatschen. Dann kommt ein Baum. Baum mit Sensenmann. Sehr starke Kombination. Aber der Sensenmann hat jetzt den Baum überholt. Das war nicht so klug, aber scheißegal, Leute. Mal ist noch einmal im Jahr, von daher reicht es auf jeden Fall.
So, Schlitz, 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 Schlitz. Oh, die Skeletthorde, da ist sie, Leute. Da kommt die Skeletthorde, der Massenspam. Oh Gott, es tut mir leid für dich. Ich fühle gerade mit dir, aber das tut, glaube ich, weh, mein Junge. Das tut ziemlich weh. Schöner, kleiner, knackiger Win hier. Das schmeckt, das gefällt mir und macht Spaß bzw. Freude auf mehr. So. 600. Kampagne freigeschaltet. Bis 700 wird es noch ein bisschen dauern. Ich würde mal sagen, ich klicke mal erst kurz auf die 3-Stunden-Kiste. Und wir gehen mal kurz zurück, haben wir eine weitere Quest. Oh, dein Feedback. Ja, will ich erstmal nicht hier. Ich habe was beendet, eine Quest. Spiele 3 normale Kämpfe. Easy. Ist das tägliche Belohnung eigentlich? Das weiß ich gar nicht, ob das täglich ist. Schließe alle Tagesquests ab. Ich habe noch eine Tagesquest? 7 Tagesquest. Ach, verstecke einmal ein Minion. Das ist eine Tagesquest. Ach so, Tagesquest. Dann würde ich sagen, gehen wir kurz auf unsere Truppen. Nein, nicht Kampagne, sondern Sammlung. Und werden hier etwas upgraden. Ich würde sagen, was ist aktuell mit die krasseste Karte, die ich besitze? Es ist der Baum. An sich ist es der Baum. Den können wir gerade nicht hochziehen. Was können wir denn upgraden? Wir könnten den verstärken. Der Sensenmann, die rollenden Steine. Wir könnten ihn upgraden. Valkyrie, komm. Let's go. Let's grade this shit up. Oh yeah. Sehr, sehr schön. Zählt das jetzt auch für die Quest? Nö. Ich muss verstärken, nicht upgraden scheinbar. Oh, ist verstärken nicht ab? Mir egal. Was können wir denn sonst noch anbieten? Den Zwerg vielleicht? So, jetzt habe ich sie beendet. Läuft. Ich will erstmal Ressourcen noch sammeln, wenn ich ehrlich bin. Einfach nur, um abzuchecken, welche Karten ich mir später gönne und welche nicht. So, kurz hier gegönnt. Sehr geil. Dann nehmen wir auf jeden Fall das hier auch noch an. Schließe alle Tagesquests ab. Bekommen hier jetzt noch eine Karte, glaube ich, dazu. Oh, Ich habe die Viper bekommen, selten sogar. Mit einer giftigen Klinge ausgerüstet, die Feinde vergiften. Die Viper. Holy shit, Alter, was ist denn hier los? Kriegen wir das eine mega krasse Karte hier? Minions, die Viper. Wo ist die Viper? Da ist die Viper. Holy shit, Alter. Ich weiß gar nicht, was die kann. Die sieht echt krass aus. Kriegt ein Upgrade hier, komm. Viper, der sieht echt krass aus, vom Bild und so und so weiter auch, ne? Haben direkt eine Quest fertig gemacht. Kurz mal beenden hier die Quest. Oh yeah, 5 Juwelen. Schmeckt auf jeden Fall, gefällt mir. Sehr gut. Jetzt können wir quasi erstmal upgraden, beziehungsweise die Viper mit reinnehmen. Auf und wir haben hier noch eine neue Truppe. Wir müssen noch 2 neue Truppen eigentlich testen. Das heißt, wir werden mal was rausnehmen. Ich nehme mal die normalen, ne, die Skeletthorde. Also ich sehe nicht schlecht. Aber ich nehme sie erstmal raus, ne? Nehmen wir die Skeletthorde raus. Um den zu testen und die Viper hätte ich noch gerne. Und für die Viper nehme ich einfach mal den Zwerg raus. Just for fun, ne? Einfach mal testen. Wir werden sehen, vielleicht haben wir gleich zu wenig Truppen. Ich weiß gar nicht, was die Viper so kann. Ob die Nahkampf ist, Fernkampf, viel aushält, weniger aushält, wir werden es sehen. Aber die beiden Truppen müssen jetzt mal getestet werden. So, gegen einen Gelehrten. Die rollenden Steine sind am Start, Leute. Jawoll. Wenn du damit startest, hast du eh gewonnen. Und hier ist die Truppe, die neue. Mal gucken, was sie kann. Ich setze mal. Mal Lunzen. Also so ein kleines Viech, was durch die Gegend läuft. Interessant. Ne? Geh weg. Jetzt kommt mal die Viper auch noch hier. Neue Truppen direkt gesetzt. Oh, der sieht krass aus. Der sieht auch groß aus. Wie ist der mit giftigen Klingen oder was? Oh, der hat sich da umgesplittet. Guck mal. Ist Nahkampf. Der ist Nahkampf. Scheinbar ein Nahkampf-Damage-Taker. Holy shit, Alter, macht der Damage. Oh, die Pfeile haben gerade alles kaputt gemacht. Oh, der hat Pfeile. Interessant. So, Bomberman dahinter. Kommen wir hier mit dem Kollegen an. Rangezogen. Bumm. Und Flächenschaden. GG. Also, diese kleinen Viecher sehen geil aus. Ich habe gerade nicht drauf geachtet, wann die sich splitten. Wenn sie Damage bekommen oder wenn sie einmal Schaden machen, das weiß ich jetzt nicht. Weil ich meine, die hatten wir schon einmal auf dem Feld. Da habe ich den Hammer drauf gemacht, dann waren sie direkt weg. Aber wie teilen die sich? Das würde mich mal interessieren. Deswegen würde ich sagen, noch ein Kampf. Und dieser Vipern-Typ, ob der viel aushält, weiß ich nicht. Aber scheinbar macht der gut Damage. Der sieht auch ziemlich knackig aus. Ist wohl langsam, aber scheinbar ein guter Damage-Dealer. Aber wieder rollen den Stein, Leute. Ist ja ein perfekter Start hier. Oh, nicht die Mitte gesetzt. Leichter Fail von mir, scheißegal. Nee. Auch rollende Steine bei ihm. Oh, siehst du, da kommt nämlich der Scheiß von ihm hier. So,
So, Flächenschaden haben wir. Ach, über die Zeit. Ah, jetzt verstehe ich das. Über die Zeit werden das mehrere. Oh. Hm. Das heißt, man muss wirklich die hinten setzen. LOL. Das Nashorn, wenn es anschaut, macht das One-Shot? Schafft er das gegen die drei eigentlich? Mal schauen. Ja, macht der Flächenschaden? Nein. Der hält auf jeden Fall nichts aus und macht schon mal nur gut Damage. Okay. Weiß ich Bescheid. Bumm. Alter, Level 3 Skelett ist schon von ihm am Start. Holy shit, Alter. Was ist denn los mit dir, mein Junge? Ich hab nur Level 1. Da komme ich gar nicht hinterher. Also hinten setzen, schön. Oh, guck mal hier, die Walnuss. Alter Schwede. Das Nashorn gewone-shottet. Es ist so krass, diese Walnuss. Natürlich, ich meine, die hat halt nur Single-Target, ne? Ist klar, aber macht so einen krassen Single-Target-Damage und schon wieder gewonnen. GG, gar kein Ding für den King. Also die neuen Truppen sehen interessant aus. Sehr interessant sogar. Damit kann man arbeiten, auf jeden Fall. Bloß das Gleichgewicht bei dem Deck passt gerade eben nicht von Melee-Truppen und Fernkämpfer. Siegeskiste ist hier bereit. Leute, abholen die Kiste. Holy shit, Alter, was bekommen wir denn Knackiges hier? Die Plage schon wieder. Rollende Steine. Alchemist und so weiter. Juwelen und ganz, ganz viele Runen zum Upgraden. Das schmeckt dem Lars und zwar richtig gerne sogar. Guck mal, eine epische Karte. Was bekommt man am Ende eigentlich? Zwei epische Karten und eine Siegeskiste hier die ganze Zeit. Leute, ich würde mal sagen, das war es von diesen... Moment, erst noch kurz hier abholen. Sehr schön. Leere Runen. Das war es dann von diesem kleinen, knackigen Part von Heroic. Gerne die Meinung dazu reinschreiben in die Kommentare. Habe ich noch was zu abholen? Ja, klar. Das endet ja gar nicht. Zu viel Loot. Too much Loot. Jo, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich freuen. Seinen Haufen super nice Boys reingehauen. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.